Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Episode Let's Play Final Fantasy 4. Ich war gerade ein bisschen in Minecraft drin, keine Ahnung. Wir standen uns zum letzten Mal schon dem Dämonenwal gegenüber und haben zweimal auf die Fresse bekommen. Das soll sich jetzt ändern. Wir werden jetzt Cecil einfach dauerhaft, sobald ich es finde, angreifen lassen. Rydia wird den Leviathan natürlich beschwören und Rydia wird die einzige sein, die Hass bekommt, damit wirklich was getan wird. Wo habe ich denn meine Shuriken? Ich habe Fuma-Shuriken auf jeden Fall. Wo ist Hast? Hast, 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 da. Okay, komm schon, ich kann keine Fails gebrauchen. Das gibt's doch einfach nicht. Habe ich denn meine ganzen Shurikens sind? Habe ich die wirklich schon verworfen? Hammer, was weiß ich denn? Gebet bleibt unerhört, yo. Hey, es hat mehr Schaden gemacht, als er einen Attack machen würde. Alter! Ich hasse solche Fights, ne? Ich kann mich noch an eine Dämonenwand aus Final Fantasy. Was war das? 12 erinnern. Die hatte mir ähnlich das Leben zur Hölle gemacht. Die hat aber deutlich weniger HP als das Vieh hier. Kann wirklich sein, dass ich einfach noch underlevelt bin. Das ist gut möglich. Jetzt geht das Hast weg. Gerade. Ah, nee, Leute, ist gar nicht weggegangen. What the fuck? Das sah gerade so aus. Stell sich mal vor, ich wäre nicht in der im Land der Beschwörbaren gewesen. Dann hätte ich Leviathan nicht.
Komm schon, du Wand, jetzt verreck. Das gibt's doch einfach nicht. Wie viel HP hat die denn? Jawoll! Oh. Jetzt ist sie endlich tot. Boah. Boah. Geschafft. Ha. Von so einer Wand lassen wir uns doch nicht in den Schneid abkaufen. Ja, richtig. Darf ich jetzt raus? Darf ich Teleport schon wieder nicht aktivieren? The fuck? Wozu gibt's Teleport überhaupt? Frage ich mich langsam echt, wozu gibt's Teleport? Weil ich es nicht nutzen darf. Ich muss jetzt nicht die ganze Höhle wieder rauslaufen. Glaube ich jetzt nicht. Ach, da unten habe ich wieder ein Eckchen vergessen. Ja. Ist so egal. Darf ich jetzt teleporten? Warum nicht? Warum darf ich keinen Teleport nutzen? Ich... Ohne Witz, wozu gibt's diese Fähigkeit? Keine Lust, aus der ganzen Höhle rauszulaufen, ey. Das pisst mich echt an. Naja, ich kann es nicht ändern. Aber sollte es möglich sein, dass wir ein Kristall für uns haben? Ist ja kaum zu glauben. Ah, ich weiß wahrscheinlich, was gleich kommt. Wir dürfen wahrscheinlich gleich wieder den Turm hinaufsteigen. Und, da gibt es irgendwie so einen Showdown und statt die anderen Kristalle zu holen, nimmt Golvis dann den mit oder so. Kotzen bei der Höhle, ne? Oh. Diese Kampftaktik mit dem Bacchus Wein auf Cecil und so und den Einzelhass auf Rydia nur. Hätte ich zwar auch drauf kommen können, habe ich aber im Internet nachgelesen. Also es war nicht mein Verdienst letztendlich, sondern ein Taktiktipp aus dem Internet. Aber naja. Hat funktioniert. Also ja. Ach ja. Das Fliehen war auch schon mal leichter.
Nicht ihr wieder. So, jetzt ist mein Heal fällig, auf jeden Fall. So, mein Spiel hängt gerade. Ah, okay. Es geht wieder. Ich dachte, mein Spiel hätte sich gerade aufgehangen. Aber wir sind hier direkt, oder was? Nee, es fehlt immer noch ein Stückchen. Ach, da drüben. Ja. Die Frage ist, das der Eingang oder ist das andere der Eingang gewesen? Das weiß ich nicht mehr. Oh, lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich will hier nur raus. Ja, ich droppe hier gerade die Gilden. Wegen dem Fliehen, aber naja, ist mir egal. Von aus dieser verdammten Höhle raus. Ich habe keinen Bock mehr auf den Dungeon hier. Ah, das war nicht der Weg raus, oder? Nein. Ah, dann kriege ich die Map hier noch vollständig. Oder? Och nee, nicht überrumpeln. Lass mich in Ruhe. Alter. Machen aber auch nicht. Damage, ey. Krass. Aber holen wir uns das Kartenstück noch. Geiertrommeln. Okay. Jetzt raus hier. Das war ja klar. Was? Kane! Komm zu mir, Kane! Bring mir diesen Kristall! Golbez! Kane! Hör nicht auf ihn, sei stark! Keine Sorge. Ich bin wieder ich selbst. Nein. Nein! Du Verräter! Ist nicht ernst. Kane, was tust du? Er unterschätzt meine Fähigkeiten. Ich hatte seine Leine gelockert, um jetzt wieder fest an ihr zu ziehen. Mit diesem letzten Kristall ist der Turm von Babel komplett. Ich werde zum Mond reisen können. Komm, Kane! Kane, komm zur Besinnung! Kane! Alle Kristalle sind nur versammelt. Der Weg zum Mond steht offen. Komm zurück! Kane. Verflucht. Das darf jetzt nicht wahr sein, oder? Jetzt irgendwie wissen müssen. Jetzt wissen müssen. Jetzt will, wieder, jetzt will ich aber Yang wieder haben. Ohne Witz, der ist doch immer noch in der Höhle, erinnert euch. Was muss ich jetzt machen? Am besten mal Dings davon berichten. Es gibt so ein paar Dinge, die ich jetzt ausprobieren will. Dazu muss ich aber in die Oberwelt. Frage ist, muss ich jetzt in den Turm rein oder kann mir Sid weiterhelfen, irgendwie in die Oberwelt zu kommen? Oder wie ist das? Oder muss ich über den Turm in die Oberwelt?
Ich glaube, wir gehen mal erzählen, was passiert ist. Fangen wir mal damit an. Oh, ihr seid zurück! Darf ich annehmen mit dem letzten Kristall? Wir hatten leider kein Glück. Oh je, dann hat er also alle. Somit verbleiben uns keine Möglichkeiten mehr, es sei denn, die Legende vom Mondwall bewahrheitet sich. Mondwall? Mondwall oder so. Das ist nur ein L. Ein großartiges Schiff, welches längst in vergangenen Tagen gebaut worden sein soll. Es gibt da eine Legende, geboren aus dem Drachenschlund. So beginnt die Legende von Mysidia. Ihr kennt Mysidia? Ein Ort auf der Oberwelt, in dem nur Magier leben. Ihr wollt damit sagen, Mysidia gibt es wirklich? Gewiss, und der Älteste der von Mysidia hat sich in den Turm der Gebete zurückgezogen, wo auch jetzt für uns betet. Der Älteste betet? Will er vielleicht den Mondwal erwecken? Ja, das muss es sein. Wir müssen daran glauben. Mysidia ist die Antwort. Ihr müsst sofort nach Mysidia reisen. Aber der Weg nach oben ist jetzt versperrt. Und wir können auch uns dem Turm von Babel nicht mehr nähern. Nicht jetzt, wo alle Kristalle versammelt sind. Also, ihr könnt wirklich froh sein, mich zu haben. Sid! Ich bringe den Bohrkopf am Bug des Falkens an. Damit können wir uns durch das Felsgeröll graben, das den Weg nach oben versperrt. Aber sind dir deine Wunden verheilt? Wir haben jetzt wirklich wichtigere Sorgen als ein paar Kratzer in meinem alten Körper. Und du schaffst das wirklich? Überlass das mal mir, Junge. Ich schaffe alles. An die Arbeit! Bin mal gespannt. Nach Mysidia wollte ich sogar tatsächlich. Also auch. Aber erst wenn wir ein paar andere Sachen machen. Aber das mit Kane pisst mich gerade immer noch an. Werkel hier, Werkel da. Schraubhämmer, bumm. Sid? Sid? Weil du dich immer überanstrengst. Es scheint wirklich so, als sollte ich langsam Jüngeren das Feld überlassen. In meiner Verfassung vollbringe ich außer Mechanikarbeiten ohnehin nichts Großes mehr. Wirklich, Alter. Dir kann man echt nicht beikommen. Werde schnell wieder gesund. Pass mehr gut auf Cecil und Rosa auf, ja? Aber sicher. Du kurier dich hier schön aus. Cecil, Rosa, gebt auf euch acht. Du auch, Sid. Geht jetzt, ihr könnt euch nicht leisten, hier Zeit mit einem alten Mann zu verschwenden. Danke für alles, Sid. Ein Bohrer? Wie sieht denn das Schiff jetzt aus? Bin mal gespannt, ey. Also ich muss mir für den nächsten Part auf jeden Fall einen Zettel schreiben, was ich alles machen will. Wenn ich so auf die Uhr gucke. Aber komm. Ach, ich werde doch, hier kann ich zurück. Oder auch nicht. Nee, Quatsch. Komplett falsch jetzt. Och Leute, ich will hier raus. Warum muss ich denn jedes Mal bei Sid da unten stehen? Verdammte Axt, hier ist das Inn und der Shop. Hier müssen wir raus. Genau. Wo waren das? Hier vorne irgendwo, ne? Hier. Oh, warte. Da. Ah! Easy! Nein, nicht wieder. Nicht wieder runter. Oh Mann. Ich habe jetzt ein paar Sachen mit euch vor. Als erstes brauchen wir mal, bevor wir jetzt nach Mysidia gehen,
brauchen wir das andere Luftschiff. Was wir damit vorhaben, das verrate ich noch nicht. Ich lasse euch bis zum nächsten Mal hart warten. Ich danke fürs Zusehen, sage Tschüss, euer Onion, ciao, ciao.